So, wir sind wieder auf Delos und ich habe gehört, hier bei diesem schönen Tempel, da soll es eine richtig geile Quest geben mit Sokrates. Das hat mir der Entwickler vorhin noch erzählt und die soll ich unbedingt spielen. Deshalb machen wir das jetzt auch einfach mal. Sokrates, you just make friends wherever you go, don't you? Alexios, what a pleasant surprise. What brings you to Thelos? Geiler Typ, ey. Der ist echt cool. I came to help the rebellion. I'm helping a group of Delian rebels. But do they truly need help? Is not the decision to rebel enough to release one from oppression? Oh, no, you don't. I'm not getting sucked into one of these debates again. Yet right now, there's a situation I would love your opinion on. Fine. Soldiers captured the rebel. He stole from the sanctuary to help finance the rebellion. When guards attempted to apprehend the man, he killed one of them. Murder on Delos. They're probably going to kill him. Indeed. Though it's illegal to end his life here, so he awaits his fate to be transported to Mykonos. Where do I come in? Would you say this rebel deserves death? That killing him brings justice? The rebel deserves to live. Define justice. Ich finde, let me answer that by asking you this. What exactly is justice? A brilliant question. He stole, which is wrong. But it was for the freedom of his people, which is right. He killed a man. To save his own life. He broke a sacred law, one he knew honored the gods. So you're saying he can kill and steal, but stay in the earth and he should have his throat cut. I am saying nothing, but when we stray from the law, are we not like the animals? You know my opinion on that. Can I go now? Of course, of course. There's just one more thing. There always is. The rebel is being held north of here in the Estiatorium. They're shipping him to Mykonos tomorrow. Wait, all this just to convince me to save the man? Convince never, though I am curious. Now that you know where he's held and why, would you save him? Klar. I'm going to pay this rebel a visit. Sounds like we have a lot in common. I thought you might, though I have no drachmi to give, only knowledge. Which one should prefer, for it is perpetual, not transitory. Well, that's something, I think. Die Sokrates-Methode, natürlich nehmen wir die an. Und bei Sokrates kann man laut Entwickler sehr, sehr häufig auch sich selber reflektieren, seine eigenen Entscheidungen reflektieren und was man so getan hat. Und er hinterfragt es dann. Finde ich sehr cool. Da unten wird er festgehalten. Oder? Da hinten wird er festgehalten. Dann suchen wir da doch mal. Aber ich sehe schon, ihr wimmelt's nur von bösen Leuten, die mich davon abhalten wollen, dass ich ihn befreie, natürlich. Das sind aber echt viel. Oh. Echt viele 20er. Naja. Aber wir schlagen uns da schon durch. Und ich muss sagen, es ist echt hübsch. Ich habe auch mit dem Entwickler drüber gesprochen. Es sieht sehr ähnlich aus wie Origins, aber sie mussten komplett alle Gebäude neu machen, auch wenn sie von der Kultur vielleicht etwas ähnlich sind, aber oder jetzt auf den ersten Blick ähnlich scheinen, mussten sie trotzdem alles neu machen. Hatte ich nicht gedacht, aber umso beeindruckender, dass sie es so toll hingekriegt haben. Ich find's cool. So, kann ich nicht hier drüber? Hier mich reinsneaken schon mal. Schon mal gut. Dann kann ich mich hinter die Wache sneaken. High Security und hinweg machen. Schon mal erstmal gar nicht so verkehrt. Na komm, gib mir erstmal dein Schild her, ja? Zack. So läuft das nämlich hier. Mit Schildkämpfen finde ich nämlich schon mal echt Spacko. Und dann kicke ich dich erstmal aus dem Leben, ja? Und dann schauen wir mal weiter. So, dein Schild hätte ich auch mal gerne. Dankeschön. Also man muss jetzt seinen Leister aufpippen, damit man die Fähigkeiten einsetzen kann. Finde ich eigentlich ganz cool. So kann man sie nicht spammen. Auch wenn es etwas so wirkt hier aktuell, als wenn ich spammen kann. Mal gucken, wie es danach im fertigen Spiel ist. Da wird ja noch sehr viel dran gearbeitet. Es ist ja nicht die fertige Version, ist ja noch eine relativ frühe Version hier, die wir spielen. Deshalb hier auch bei Bugs und allem etwas nachsichtig sein. Und wir haben ihn befreit, den Rebellen. Sieht nicht mehr so ganz so fit aus.
Und wir haben jetzt mittlerweile ein Bounty. Das heißt, es gibt jetzt Leute, die uns jagen und nicht so cool finden. Ich habe dich jetzt befreit, aber ich glaube, ich muss den Typen, der hier nach meinem Leben trachtet, noch töten. Stimmt, den kann ich töten. Das hat mir der Entwickler nämlich auch gesagt. Den kann ich töten. Und dann wird mein Bounty ist niedriger. Also dann kann ich quasi jetzt wieder... Er hat das Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Oh, oh. Und er will aber echt aufs Maul. Aber nicht mit Papa. Ich habe noch ein bisschen... Ich muss da drauf klarkommen. Ich drücke viel zu viel L1, weil ich meine, ich hätte ein Schild und weiche viel zu schlecht aus. Aber wir konnten hier ihn besiegen. So, jetzt können wir auch endlich den Rebellen befreien. Zack, komm, Junge. Bring ihn nach Hause. You have a very loud mouth. You could have gotten us both killed. Then our sacrifice would set fire to the heart of the rebels. They'll cast every non-Delian into the sea for Poseidon to chew up and spit out. You realize I'm not Delian. The Spartans who fought and died for the rebellion are also not Delian. Athenians want these islands for our wealth. The Spartans want these islands for Sparta. I won't let them have it. We don't need them. We don't want them. Delians should rule Delos alone. Now, if you don't mind, I'm going straight to Kira. The rebels must leave their caves. The time to attack is now. Okay. I won't let you. I can't let you go back to Mykonos alone. I knew it. You're one of them. You don't belong here. I'll send you and your kind to the Styx. Warum willst du mich jetzt... Nee, du musst jetzt leider sterben. Du bist leider... einfach ein Arsch. Can't wait to hear what Socrates has to say about this. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was Socrates dazu sagt. Das geht ja gar nicht. Also befreie ich den Arsch, metzel die ganzen Wachen ab. Jetzt gibt es da super viele einsame Kinder und einsame Frauen. Und dann macht er hier so einen Quatsch. So, Socrates, was sagst du dazu? Also, so geht das aber nicht hier. Ah, Alexios, seeing you on Thelos sets my heart at ease. So tell me, how was your encounter with a rebellious prisoner? You never told me he was an extremist lunatic. Ah, but who am I to judge what is too much or too crazy? Are we not both at some point or another? He would have thrown you and your philosophies into the sea. Perhaps when I was thinner, both in weight and philosophy. So, tell me, were you able to resolve the situation without bloodshed? The rebel had guards. I relieved them. Interesting. You thought the life of a thief and a murderer was worth more than that of soldiers doing their duty. I wasn't even thinking about him, to be honest. And what of the rebel? Ja. Ich stehe natürlich dazu, dass er ein Arsch ist. Probably for the best. Best for Thelos? Best for the rebellion or best for you? Yes. Für alles. Our choices are like ripples on water. They seem tiny and insignificant at the beginning, but they can become devastating tidal waves by the time they run their course. It's a pleasure, Socrates. I can always count on you to give me a devastating headache. The pleasure is mine, Alexios. Hope to see you around the symposiums again. Don't hold your breath. Cool. Also hier auch die Socrates-Storyline. Das ist auch cool. Finde ich sowieso geil, dass halt mir auch auf dieses kulturelle Ding der Griechen eingegangen wird. Also Literatur, Götter und Mythologie. Auf historische Leute, sowieso Katis. Das ist schon ein nice Däumchen für Odyssee. Und der Entwickler hat alles richtig gemacht und mir gesagt, hey, spiel die Mission. Fand ich cool. Aber ich habe gerade noch... Wir gehen gleich zum Boss, aber ich habe gerade noch festgestellt, es gibt ja noch eine große Neuerung, nämlich ein großes Battle, was hier included wurde. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an, weil das soll ziemlich, ziemlich cool sein. Holy moly! Wurde nicht zu wenig versprochen. Hier können wir jetzt richtig, richtig zulunzen.
Ah, den einen holen wir uns noch. Hier, guck mal, dich kriegen wir auch nochmal weg. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht drauf gehe. Ja, du gibst mir mal lieber dein Schild. Du gibst mir auch lieber dein Schild. Also, so geht das nicht. Und hier ist so ein bisschen wie Total War. Man hat jetzt halt die, mehr oder weniger die zwei Seiten. Und hier verlieren halt die Seiten Trupp. Also je nachdem, wie die halt performen, wie viele Leute sterben. Aua, aua. Aua. So, zack. Der ist tot. Der hat noch ein Schild. Und ich habe jetzt großen Anteil daran, wie dann dieses Battle ausgeht. Und ich werde jetzt hier gleich mal diesen Boss, der da gerade wegrennt. Ja, komm ey, du gehst mir auf den Sack. Ich mach jetzt mal eben weg. Zack, eine Popo-Kombo. Der nächste, der mir auf den Sack geht. Also wir verlieren, die Spartaner verlieren gerade heftig. Da kann wohl auch die Stärke und alles beeinflussen, wie stark denn die Seiten sind. Je nachdem, was für Aufträge und Missionen man macht, soweit ich das verstanden habe. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier einen stärkeren weggemacht. Das hat schon richtig was gebracht. Also ich sollte mich mehr auf die Starken konzentrieren, glaube ich. Bams, kicken wir dich nochmal durch die Gegend. Das macht schön Schaden. Du bist am Boden. So. Das war der letzte. Und sie fliehen. Sie fliehen. Victory! 15.000 Erfahrung. Well. Diocles was killed. 22 Soldiers haben wir weggemacht. 4 Captains und haben dafür geilen Loot gekriegt. Finde ich ganz witzig, so als Nebenbeschäftigung, wenn man mal Bock hat, einfach nur zu kämpfen. So, und ich würde sagen, jetzt geht's dann endlich zum Endboss. Da werden wir aber mal hinreiten müssen. Dadurch, dass ich die Nation Power auf 0 runterbekommen habe, ist die Gegenwehr jetzt auch von Podarkis nicht mehr so hoch. Er hat noch 2 Wachen und jetzt geht's endlich zum Endboss. Oh, jetzt kann er mal aufhören. Ich kann mal aufhören, mich hier zu hauen. Dankeschön. So, den ersten mal tot. Oh, oh. Tell my daughter she should have killed me herself. She's not your daughter anymore. Nee. War der so schwach, der Podarkis jetzt? Dadurch, dass ich das alles gemacht habe. Ich bin einfach sneaky mit meinem Pferd hier reingeplatzt bei dem. Jo. 2 Wachen. Also das hat es jetzt echt gebracht, da ihn zu zermürben. Say farewell to the people of Delos. Und ich glaube, damit sind wir auch fast durch mit dem Teil, den wir hier spielen können. Und ich muss sagen, jetzt schon mal fazitmäßig, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde einfach gerne sehr, sehr viel weiterspielen. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen guten Einblick geben, was so neu ist, was anders ist, wie es überhaupt sich spielt. Also ich muss sagen, wer Origins gemocht hat, der wird das hier definitiv auch sehr mögen. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, weil es quasi Origins nochmal weiterentwickelt ist. Geilo, also von mir einen Daumen nach oben. War mir eine Ehre, das hier schon vorher anspielen zu dürfen und euch vor allem auch bei uns auf dem Channel zeigen zu können. Dies ist eine optionale Zwischensequenz, die kommt, wenn man von Kyra eine Nebenquestreihe spielt. Da ich aber nur eine Stunde Gameplay zeigen durfte, musste ich die rausnehmen, aber wir springen mal zu einer weiteren optionalen Zwischensequenz. Daletas, what are you doing out here? Thinking, praying. This was my time, Alexios. Oh? What? This glory was supposed to be mine, but you took everything from me. You took Podarkis, you took these islands, you took Kyra, my love. Was ist doch rausgekommen? Oh, ich find's. No one belongs to you, Daletas. I didn't take your glory. I helped you. You did nothing. We were in love, you know. We can't be again. I can still have her heart.
Still prove to her I'm the warrior she wants. Ich sehe das schon. Na, das gibt's doch nicht. Was willst du jetzt? Jetzt will er hier mich fighten. Cool. Und ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre, wenn ich mit ihr geschlafen hätte. Also das ist schon cool, dass das sich ändert dann wirklich. Dass ich jetzt hier mit ihm fighten kann. Aber das war schon ganz cool. Boah, das macht so viel Schaden. Das ist so geil. Er hat es leider nicht anders verdient. Tut mir leid. Auch diese Sidequest nehmen wir noch mit. Cool. Also, hier auch nochmal. Finde ich cool. Ich habe nämlich einen Entwickler gefragt, ändert sich wirklich was? Weil bei vielen Spielen ändert sich nicht wirklich viel. Dann reagieren die anders oder was. Aber hier, da werden echt Storyzweige dann noch und Kämpfe dann noch erschlossen. Finde ich cool. Thanks for being with me back there. I needed you. I wanted to be. You know that. Oh, did you hear? They're promoting Thaleta to general and sending him back to Sparta in the morning. Ich verrat's dir. Thaletas is dead. He attacked me on the beach because of us. He what? No! Why would he? Thaletas! You fool! You stubborn, bullheaded, glorious fool! So vermisst sie mich noch. And you just had to kill him, didn't you? Nein. He left me no choice. Hat mich angegriffen. I sent out two notes, and who responds? Thaletas the Spartan and Alexios the Eagle Bearer. I never imagined you'd both bring me so much sorrow. Sie wird jetzt zum Alki. Kira, I'm sorry. So am I, Mystios. So am I. Aber mein Gewissen ist rein. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Ja, genau, hier, geh mal weg. You look ready to go. Odarkis is gone. Kira's with the rebels. And I have other targets to hit. Then we sail. But first, I may have told Kira you'd give a speech to the rebels before saying goodbye. Ich gehe auf jeden Fall eine Ansprache. Sheridan, settle down! Settle down! Alexios has something he would like to say. Lilians! Today, you have your freedom! So celebrate! Let Dionysos fill your cup and the muses sing your songs! And now, a toast to Alexios, to victory! Geilo. A fine speech, though I'm not sure many of these rebels can imagine a free Venus. I think they liked it. Of course, of course. Who wouldn't? I'll round up the crew. See you back at the ship? Leider weiß ich jetzt schon, dass ich viel schneiden muss, weil es 4 Stunden Material sind, die ich runtercutten muss zu einer Stunde. Es tut mir sehr leid. Ich hätte gerne noch mehr gezeigt, aber das kommt dann in einem Let's Play von Assassin's Creed Odyssey. Ja, versprochen. Socrates, you looking to join our crew? I've just come to see you off. I sail on a merchant ship in the morning. May Poseidon calm the waves. Barnabas, is the address there ready to sail? The crew are in fine spirits, if a little hungover. But the ship is ready. Good. I only wish we weren't leaving Kira alone to rebuild her home. Are any of us truly alone who have our friends and allies beside us? Exactly. Do you remember what you told me when you first set foot on these sands? That we were here to finish a job. That's what we set out to do. And that's precisely what you did. They don't call you the mighty Mystios for nothing. Who calls me that? He does. Now then, it's time we give the crew some orders. Where do we sail to next? Ja, zum nächsten Adventure. The world is ours, and the wind is at our backs. We sail for adventure, Barnabas, just as we always do. Geil.
Und damit vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein, liebe Schnittchen. Bis dahin, ciao.